hölzerne Schwestern. Drei Schwestern wie wir. Meine Jüte, schon wieder Kundschaft im Laden. Yvonne! Ja, Tante Olga. Bring doch mal die Netze in die Küche. Ja, ja, Mensch, da hat's Ihnen aber eilig. Knopf, guten Tag. Was? Schlamm? Nee, kenn ich nicht. Nee, nie gehört. Da behauptet Ihnen, der wäre mit mir zur Schule gegangen. Kann ja jeder kommen, wa? Was? Ach, Schramm. Moment mal. Ewald? Ewald Schramm? Ja, ja, langsam fängt es bei mir an zu dämmern. Ach, du liebe Jüte. Ja, ja. Nee, nee. Ja, was, Dolly? Ach, Molly. Ja, wann? Morgen? Morgen? Ja, aber, hallo. Ewald, hallo. Aufgelegt. Was war denn das für ein Kumpel? Ewald Schramm. Der schöne Ewald. Mit dem habe ich mal Murmeln gespielt. Ach so, nannte man das früher. Yvonne, reiß da zusammen. Nicht, was du denkst. Hm? Von so weit konnte damals überhaupt keine Rede sein. Leider. Ewald Schramm war für mich immer unerreichbar. 2,10 Meter. Blond, stahlblaue Augen. Der Tarzan meiner schlaflosen Jungfrauennächte, schon in der 2. Klasse. Jetzt soll ich für seine Dolly ein Kostüm nehmen. Morgen kommt er mit ihr zum Maß nehmen, direkt aus dem Heim. Aus dem Heim? Seine Frau? Nein, was ich nicht mal an, was weiß ich, Frau, Freundin, Onkel, Tante, bei mir jedenfalls eine gewisse Dolly oder Molly. In Flea wäre auch dabei, sagt Ewald. Klingt er nicht sehr berauschend? Was? Ach so, ja, ja, na ja. Vielleicht hat er ein schweres Schicksal mit seiner Frau, wa? Nur sucht er bei mir Trost und Hilfe. Und mit dem Kostüm, das war bloß ein Vorwand. Das habe ich da gemerkt. An dem seine flatterige Stimme habe ich das gemerkt, wisst ihr? Hoffen wir das Beste. Sag mal, wird bei dir schon wieder rekonstruiert? Wie? Ach, denn? Nee! Ich lass mal einen Kamin bauen. Sollte eine Überraschung sein. In welchem Film hast du das gesehen? Na, also, weißt du, das finde ich ja nicht so lächerlich. Eine Kollegin von mir aus dem Varieté-Palast, genauer gesagt, eine aus der Requisite, die hat sich vor 5 Wochen so ein Ding setzen lassen, du. Ich sage dir, seitdem kann die sich vor seriöse Herrenbesuche kaum noch retten. Alle wollen sie ihren Cocktail vor ihrem Kamin schalufen. Ach, Tante Olga, du bist wirklich einsame Spitze. Ja? Ich sehe das schon ganz plastisch vor mir. Du als männerverschlingender Vampir am Kamin und vorn die lodernden Flammen, ja, und... und hinten, da frieren wir uns ein... Wolltest du das sagen, du? Wolltest du das sagen? Nee, nee, meine Kleine, da habe ich vorgesorgt. Ich habe einen Heizlifter. Das einzige Problem, das sind noch die Kaminbauer. Die haben wir nämlich versetzt. Jetzt kann ich nur noch auf Mathilde hoffen. Die will man nämlich heute noch in erstklassigen Fachmann anschleppen, mit dem sie so eine Art Feierabendbrigade gebildet hat, seit sie in Rente ist. Ist sie? Naja, deswegen hat das so viele ingekauft. Handwerker muss man bei Laune halten. Ist alles in der Küche. Und wenn morgen der schöne Ewald kommt, na, da kannst du ja mit ihm die Reste verballern. Du sollst halt nicht mal lustig machen über deine olle Tante. Mensch, mal muss ich ja auch unter der Haube, oder? Na ja, nur sieh mal, wo jetzt Moppi zur See fährt, bin ich sowieso viel zu viel alleine. Das bekommt mir ja nicht, bekommt mir das. Ah, du, pass mal auf, was hältst du davon, wenn ich die Sitzecke, ja, wenn ich die hier vor den Kamin stelle? Na klar, sonst wirkt das überhaupt nicht. Na ja, sag ich doch, pass auf, jetzt kommt's. Eine Kaminuhr hat man auch schon zugelegt. Nie anfassen.
Das ist echt antiker Imitationsstil. Also, wenn die Männer darauf nicht abfahren? Ewald fährt nicht ab. Den kann man sich höchstens auf Knien der Bewunderung nähern. Was der Mann alleine schon für Schuld hat. Na, da wünsche ich dir fröhliches Knierutschen. Das hat er nicht bis morgen, hat der das nie ausgehalten. Oh, was mache ich denn nur? Der Kamin ist doch noch gar nicht einsatzbereit. Erstmal die Tür auf. Ja, mach die Tür. Nee, ja, ich mach das ja, schon. Nee, halt, Mensch, warte doch. Wie sieht denn aus? Exquisit wie immer. Ja. Oh, so stürmisch war der schon immer. Ah, nun denn, es muss sein. La forza del destino. La was? Forza del destino, die Macht des Schicksals, ist italienisch lassen drin. Seidenspinner, Sie sind denn bloß. Ich dachte schon, es kommt Besuch. Wie geht's denn? Miserabel. Das ist der Hauptsache, komm so rein. Hat Mutti Sie endlich rausgegrault? Also kürzer und treffender hätte ich selber auch nicht formulieren können. Ach, mir ist das alles so entsetzlich peinlich. Zumal ich jetzt auch dich noch hier antreffe, mein Kind. Darüber machen Sie sich mal keinen Kopf. Ich verrate Mutti bestimmt nicht, dass Sie hier sind. So, jetzt muss ich aber los. Rückt euch doch die Sessel ruhig etwas näher an den Kamin heran. Ciao, ciao, Bambina! Spricht die auch schon Italienisch? So, Hirnjagd hat sie also vor die Türe gesetzt. Soweit habe ich es gar nicht erst kommen lassen. Aha. Darf ich? Ja, ich erwarte zwar jeden Moment ein Dutzend Kaminbauer, aber bitte. Wissen Sie eigentlich, was ich in den letzten Monaten durchgemacht habe, liebste Frau Olga? Nee. Also Sie werden mir ja nie dusselig sterben lassen, wa? Köstlicher Mutterwitz. Heik von mein Vater. Nun, nach unserem gemeinsamen Urlaub auf der Santa Esmeralda. Ja, da sind Sie zu Irmgard gezogen, Menschenskinder. Das weiß ich ja nun. Fangen Sie doch nicht immer bei der Steinzeit an. Also gut, wähle ich eine Abkürzung. Das kommt mir sehr entgegen, zumal jetzt gleich die 20 Kaminbauer kommen. Wussten Sie beispielsweise, dass ich die Treppe scheuern musste? Sehen Sie, Sie wussten es nicht. Ich denke, Sie sind Koch. Ja, und? Da sind Sie doch den Umjagd mit Fülle Wasser gewöhnt, wa? Sie haben gut lachen. Ich aber musste nach meinem Dienst im Hotel noch bis spät in die Nacht am heimischen Herd wahre Wunderwerke an lokulischen Menüs zubereiten. Und anschließend wurde mir dann auch noch die Rolle eines Putzdomestiken zugewiesen. Mit Heiz, Spül, Wischwasch und Saugverpflichtung. Nun ahnen Sie vielleicht, weshalb ich aussehe wie ein schwankendes Rohr im Sommerwind. Das ist typisch Irmgard. Soll ich Ihnen vielleicht auch noch Irmgards Motto verraten? Hm? Lieber zweimal warm essen als einmal kalt duschen. So war das. Und wenn ich dann früh um 3 völlig entkräftet auf mein Lager sank, da stand Ihre liebe Frau Schwester schon wieder auf der Schwelle und klopfte mit harten Knöcheln an die Kammertür. Warum denn dette? Ich sollte mich hier hingeben. Was Sie nicht sagen, früh um 3? Da kam sie das erste Mal. Und um 7 Uhr früh dann? Nochmal? Ein weiblicher Moloch. Wem sagen Sie das? Es waren zwar allerdings immer nur 2 Küsse auf die Wange, aber nach dem Pensum? Weiter nicht? Nicht. Das heißt, immer wenn ich dann doch noch trotz meiner völligen Erschöpfung so richtig in Form kam, um das einmal etwas salopp auszudrücken, da verschwand ihre Schwester wie der Hund vom Baskerville und war nicht mehr gesehen und ließ mich mutterseelenallein auf dem harten Lager mit meinen Gefühlen zurück. Das schlaucht vielleicht, kann ich Ihnen sagen. Das ist ja der blanke Horror. Tja. Heute, das heißt gestern, kam es bereits zu ersten Tätigkeiten. Endlich! Naja, nein. Nicht, was Sie denken. Ich wies sie ab
und sie warf mir einen knochenharten Holzpantoffel an den Kopf. Holz an Holz. Was? Nee, nicht. Und was haben Sie gemacht? Ja, ich nahm eine köstliche Eiskomposition auf Pistaziencreme und schleuderte sie... Cognac an die Birne. Nein, in den Mülleimer. Hm, zur Strafe. Dann packte ich wortlos meine Koffer und verschwand. Ein wahrhaft männlicher Entschluss. Nicht wahr? Mhm. Schau, nun bin ich, wie gesagt, hier und bitte um Unterschlupf. Was denn? Ach, Sie wollen länger bleiben? Na ja, natürlich, sonst hätte sich ja das Kofferpacken nicht gelohnt. Ach, also, Sie dürfen mir Ihre Hilfe nicht versagen. Na ja, na ist gut, aber nur, bis Sie was anderes gefunden haben. Gut. Ach, Sie können sich übrigens gleich nützlich machen. Was denn? Hier auch? Ja. Kommen Sie mal her, kicken Sie mal hier. Beim Bau meines Kamins, da brauche ich jede Hand. Ach, ey. Was? Also ich glaube, da bin ich doch ein wenig überfordert. Denn schauen Sie, wer Petersilie schneiden will, muss feine Hände haben. Oh, das ist Irmgard. Unverkennbar der Drücker. Sie müssen mich unbedingt verstecken. Wenn mich Irmgard hier erwischt, die verarbeitet mich glatt zu Sengediner Gulasch. Mach ich, kommen Sie hier hinter den Vorhang. Ja. Aber kein Mucks, sonst macht Irmgard Sehespäne aus meinem Lieblemann. Wusch, wusch hier. So. Menschenskinder, stehen Sie doch stille und Luft anhalten, auf keinen Fall atmen. Was? Na Mensch, sonst wackelt die Jardine. Ja. Ah, Herr Holger, mach ich dir erst noch meinen Mantel aus, ja? Meine Güte, Mathilde! Ja. Ah. Mensch, du kommst ja wie gerufen. Warum hast denn die Maurer nie gleich mitgebracht? Na, darf ich dir vielleicht erst mal meine Freundin nein, vorstellen? Da. Ja. Na und, wo ist der Ofensetzer? Der steht vor Ihnen und heißt Undine Millinger. Freut mich. Soll das ein Witz sein? Olga. Ach, 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 lassen Sie nur. Diese Wirkung erzielt mein Auftreten immer. Amüsiert mich stets aufs Neue. Ja. Ach, du lieber Jörg, den habe ich ganz vergessen. Sie können rauskommen, die Luft ist reine. Ah! Eine Leiche. Ach, du liebe Zeit. Menschenskinder, ich hab denen gesagt, er soll nie atmen. Das hat er wörtlich genommen. Das ist ja mein Hart. Du hast ihn umgebracht. Quatsch, habe ich nicht umgebracht. Nee, na dann werde ich gleich mal eine Mund-zu-Mund-Beatmung vornehmen. Mathilde, zügle dir, das ist meine Wohnung. Na, also, Momentchen, Sie gestatten doch, ja? Ja, 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 treten Sie mal beiseite. So, 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 das haben wir gleich. Hallo, junger Mann, aufwachen. Haben Sie ihm etwa Psychopharmaka verabreicht? Nicht habe ich den gegeben. Na gut, gut, gut. Das kriegen wir hin. Einatmen, ganz tief einatmen. Na, na, na. Na, sehen Sie. Und weiter atmen, immer hübsch weiter atmen. So, das hätten wir. So. Wer hat mich? Wo bin ich? Bei meiner Schwester Olga. Ich bin auch da. Und Fräulein Millinger. Ja, und Irmgard Schulze-Knopf? Die ist weit vom Schuss. Keine Bange. Ah, alles wird gut. Oh. Kommen Sie, Mathildchen, wir bringen ihn nach nebenan ins Bett. Sie haben doch nebenan ein Bett. Natürlich habe ich nebenan ein Bett. Lumsig, schlaf auf Stroh. Na, dann werde ich Ihnen ein leichtes pflanzliches Sedativum verabreichen. Ja. Was will sie mir reichen? Ja, ja, ja. So. Oh, Mensch, Mathilde, ja? Sag mal, spinnst du? Die als Ärztin, die kann mir doch nie einen Kamin hochziehen, die mickrige Teppichzwecke. Oh, na, na. Das will ich aber nicht gehört haben. Da täuschen Sie sich mal nicht, meine gute Frau Knopf. Was, Mathildchen? Da haben wir schon ganz andere Hochhäuser zum Einsturz gebracht. Und trotzdem stehen sie heute noch. Na und Papa, du wirst dich wundern. Ja, das befürchte ich auch. Nein, 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 sowas. So eine Schlamperei, Sauarbeit, Verfluchte. Oh. Moment mal, das Loch, das hat ein freischaffender Maurer gemacht. Ja, so sieht es auch aus. Oh, 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 das wird Kosten. Da werden wir uns wieder sämtliche Beine einzeln ausreißen müssen. Ich sag ja immer, lieber alles selbst hochziehen, als den Pfusch von anderen ausbessern. Ja. So, jetzt kommt die ganze Rechnerei, aber Ordnung muss sein. Na,
Was macht's denn jetzt? Die kalkuliert die Materialmenge, berechnet Statik und Ausmaße. Ja, und die Kosten. Und die Kosten. Das wollen wir doch nicht vergessen. Wenn Sie mal schauen möchten, so teuer käme die ganze Anlage, einschließlich Erschwernislohn und Eilzuschlag und 10 Jahre Garantie. Mein lieber Herr Tomanakor. Halt mal, was machen Sie denn? Ich bereite meinen Abflug vor, die nächsten Kunden sitzen schon in den Startlöchern. Nee, halt! Mädchenskinder, so war es doch gar nicht gemeint. Ich bin doch zu allem bereit. Aber zu nichts zu gebrauchen, wie? Ja. Du wirst es nämlich nicht bereuen, ja? Undine ist seit 5 Jahren in Rente. Und die hat umfassende Kenntnisse in allen Lebenslagen. Die kann jede Lücke füllen. Na, also gut, meinetwegen. Ja. Ich arbeite operativ, taktisch, wissenschaftlich, sozusagen. CAD/CAM, Hardware, Software und Know-how. Nur die Handarbeiten, die mache ich mit der Hand. Und denken tue ich noch ganz altmodisch mit dem eigenen Kopf. Ihre Schwester entwickle ich zu meiner Assistentin. Wenn sie auch nie mein Höchstmaß an Perfektion erreichen wird. Immerhin, immerhin. Naja, etwas muss man ja bei ihrer zeitgemäßen Preisgestaltung auch erwarten können. Olga, bitte kränke sie nicht. Ach, Ivo, sie hat ja recht. Gute Arbeit für gutes Geld, nicht wahr? Wenn dieser Satz doch schon überall Fuß gefasst hätte. Kommt Zeit, kommt Rat. Nein, ich verbessere mich. Kommt Zeit, kommt Rat nicht von allein. Man muss schon etwas helle sein. Na, Mathildchen, Frage aufs Gewissen. Was machen wir zuerst? Doch zuerst, da machen wir... Weiß ich nicht. Oh. Weiß ich nicht, gibt's doch bei uns überhaupt nicht. Zuerst machen wir die Dichtungs- und die Zugprobe. Ist das Logo? Das ist Logo, Undinchen, klar. Na? Ist das ein Flämmchen? Sie bremsen mir nicht meine Bude an. Ach was, die ist doch aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, wenn die anrückt, kommen den Leuten so die Tränen, dass die Flammen verlöschen. Na, das habe ich kommen sehen. Scheibenkleister. No. Mistelender. Was nu? Klappe zu, Affe tot, was? Unfug. Wir müssen aufs Dach Nebenluft zumauern. Da hilft uns auch kein Roboter der 3. Generation. Kommen Sie, Mathildchen, wir müssen uns umkleiden. Zum Glück habe ich wieder an alles gedacht. Und nehmen Sie den Zement gleich mit. Ja, ja. Den Sack. Das ist mir zu schwer. Ach, muss ich denn alles wieder selber machen? Ich kann doch hier keine schwere Technik einsetzen. Olga, komm her. Ja, für mein Geld unterschleppen, wa? So. Oh. Stellen Sie ihn darauf. Ja. Zu gleich. Na bitte. Ja. Moment. So. Geht doch. Geht doch. Geht doch alles. Ja. Mensch, das Kinder, das muss ja schief gehen. Oh, mein armer Kopf. Hab ich an den Durst, hab ich an den Brand, wo ist mein Gefäck? Da war doch noch was Trinkbares drin. Hier, haben wir schon. Ach, das fehlte noch Medikamente und Alkohol. Sie wollen wir wohl wirklich noch mit Ihrer Leiche beglücken, wa? Nun geben Sie mal sofort die Pulle her, sonst schmeiß ich Ihnen auch einen Pantoffel an den Kopf. Na? Wenn Sie durchstehen, hole ich Ihnen selters. Warten Sie hier. So sind sie alle, eine wie die andere, alle gleich. Kaum sagt man ein Wort, schon drohen sie einen mit harten Gegenständen. Bitte schön. Wir brauchen noch 6 bis 8 Ziegelsteine, das müsste reichen. Gut. Nein, dieser ganz und gar unvernünftige Mensch. Der soll doch flach liegen, sonst verkrampft er sich. Der schläft aber hübsch. Ach was, wir bringen ihn zurück ins Bett. Na los doch. Ja, dann mal los. Moment. Oh Gott, da hätte ich ja vorhin auch den Zement abschleppen können. Nicht reden, avanti, avanti. So, jetzt können Sie nach Herzenslust...
Los denn dieser Mann schon wieder? Mensch, Kinder, da stimmt doch irgendwas nicht. Halt! Stehen bleiben! Hände hoch! Der Zimmer ist umzingelt! Oh. Na, ihre Nerven möchte ich auch nicht geschenkt haben. Nein, 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 sowas. Kinder, was soll ich denn machen? Plötzlich zwei fremde Kerle in meine Kemenate. Sowas Schreckhaftes. Ja, ja, aber eure Flossen habt ihr auch hochgehoben, ihr beten Kraftmeier, ihr. Nicht hinhören, Mathildchen. Wir steigen jetzt aufs Dach. Jugendinitiative Berlin in Aktion. Ja. Mensch, Kinder, man kann nicht mal in Ruhe sein Saftdach abwickeln. Das Pensionjahr! Was ist los? Ihre Pensionjahr! Nein, um Himmels Willen, da muss ich mich ja wieder verstecken. Ja, aber nie wieder hier. Nehmen Sie Ihre Koffer, nehmen Sie die Koffer, dann gehen Sie darin. Was? Und dann gehen Sie unter das Bett. Unter das Bett gehen Sie. Ja, doch nur los hier. Oh Gott, jetzt spricht die Stunde der Vampire an. Ja, mein Nacht kann zu dick stecken. Ja, sag mal, da sitzt du auf den Ohren. Also bitte gib es zu, er ist hier. Er ist hier, das spüre ich doch mit jeder Faser meines völlig verstörten Innenlebens. Also bitte, wo ist er? Würdest du mir bitte mal sagen, von wem du redest? Also bitte, nun tu doch nicht so. Du weißt doch ganz genau, dass es um meinen Meinhard geht. Ach, und dieser soll sich hier befinden? Genau. Und ich weiß auch schon, wo. Aha. Nanu? Wie recht ich doch hatte. Wie bitte? Ich meine, wie recht ich doch hatte, noch zu warten. Auf wen? Auf dich. Ja, und warum? Ja, weil ich will die Vorhänge waschen, weißt du? Und da hatte ich die Hoffnung, dass du mir vielleicht die Leiter aus dem Flur holst. Du weißt doch, wie schwer ich schleppen kann mit meiner Bandscheibe, weißt du? Aber entschuldige, die andere Hälfte ist doch schon ab. Ja, das war meine. Das war mein Wille nicht. Nee, die hab ich abgerissen. Also, Olga, das war ja nun wirklich nicht nötig. Sieh mal, dieser teure Stoff. Ja. Der hätte glatt zerreißen können. Ja. Ich hol dir doch die Leiter. Ich bin doch kein Unmensch. Ich liege nur schnell ab. Ja. Durchhalten, mein Nach und nie wieder aufhören zu atmen. Was sagst du eben mit atmen? Oh, ich sagte, man kann wirklich vor Staub hier kann man kaum atmen. Verstehst du? Wird Zeit, dass die Dinger in eine Maschine kommen. Ach, Olga. Ja. Ja, danke, meine Frau. Danke dir. Ja, also Olga, was ich dir sagen wollte, ja, dieser Seidenspinner. Aber gerne, ja? Natürlich, ja. Ja, also wie gesagt, dieser Seidenspinner, der hat mich heute Knall und Fall verlassen. Ach. Ja, und er hatte bei mir wirklich den Himmel auf Erden. Das kannst du dir doch lebhaft vorstellen. Lebhaft. Und ausgerechnet jetzt, wo ich ihn so dringend brauche. Da verkrümelt sich dieser Kerl. Ich will doch am 11.11. die Ballsaison eröffnen. Es ist wirklich zum Auswachsen mit den Männern. Aber wenn ich den erwische durch, breche ihm sämtliche Knochen. Ah, ja. Mensch, und mir brichst du gleich die Nicke, wenn du weiter so an die Leiter donnerst. Entschuldige, Olga, entschuldige bitte. Du weißt, was das Schärfste ist? Dann nimmt der Kerl noch eine Flasche von dem guten und teuren Schnaps mit, den er so gerne trinkt. Genau so eine, du, wie da bei dir zufällig auf dem Tisch steht. Nee, was sagt man dazu? Gesundheit. Was war denn das? Oh, das war Mathilde. Die arbeitet nämlich oben auf dem Dach. Gesundheit, liebe Mathilde. Die arbeitet mit Zement. Da wird ihr was in die Nase gestaubt sein, weißt du, der Zement. Meine liebe Olga. Dieses Ammenmärchen willst du mir doch nicht im Ernst in die Schuhe schieben. Du gestattest, dass ich mal kurz dein Nebenzimmer inspiziere? Aber klar, völlig richtig, der leibhaftigen Klingenschwester zu misstrauen. Nimm mal zu, aber bevor du dir auf dein Yachtrevier stürzt, noch ins. Kick vor allem noch unter das Bett, dort verstecke ich nämlich immer meine Liebhaber. Sowas hat doch die Welt noch nicht gesehen. Entschuldige, Olga, wie konnte ich mich nur so hinreißen lassen?
Ach du, ich schäme mich. Du, ich schäme mich wirklich ganz doll. Naja. Wir haben ja alle mal unseren fusseligen Tag, wa? Hier, klare Selters, weißt du, das hilft. So, meine Irmgard, und nun will ich da mal in aller Freundschaft was sagen. Ja. So wie du mit den Männern umspringst, wirst du dir nie wieder eine feste Bindung an Land ziehen, das schwöre ich dir. Immer gleich rabiat werden und womöglich noch mit Pantoffeln schmeißen. Oder andere harte Worte. Wo kommen wir denn dahin? Das verträgt doch kein normaler Mensch. Dabei sind Männer heutzutage ausgesprochen feinsinnliche Organismen. Du hast wieder mal so recht, wenn du recht hast, Olga. Aber weißt du, das ist bei mir dieses ungezügelte Temperament der Jugend, das immer mit mir durchgeht. Ja, danke. Ach, weißt du, wenn mein Harvey jetzt hier wäre. Ich weiß, er ist nicht hier, aber wenn er hier wäre, ich würde ihm glatt verzeihen. Und ich würde ihm liebend zu Füßen sinken. Das kannst du mir wirklich glauben, ja, Olga? Ja. Ich sag dir das ja jetzt nur, weil wir ganz unter uns sind, ja. Unter uns Beetschen. Unter uns Beetschwestern. Sag mal, was hast denn die da immer? Mücken! Mücken! Für vollständig viel Mücken. Und die Türe, die klappert auch noch. Das macht ihn auch noch dämlich. Mit Schuckel kann er ihn das machen, dass ich klappere. Macht mich völlig verrückt. Jetzt. Also entschuldige, das Olga, ich habe nichts gehört. Also ich glaube, du, deine Nerven, die sind auch nicht gerade vom Feinsten. Aber das macht sicher die Baustelle, nicht bauen, das schafft ja jeden. Und trotzdem, du hast mir unwahrscheinlich geholfen, wirklich. Wirklich unwahrscheinlich. Ach, Olga, ich fühle direkt sowas wie neuen Lebensmut. Und das eine sage ich dir, du, wenn... Ja, ja, alles in Ordnung. Nebenluft ist raus, Trick 17. Gebaut. Oh, war ein schweres Stück Arbeit. Guten Morgen. Na, was sagen Sie? Wie spät ist es eigentlich? 8:30. Also, Frau Millinger, wie Sie das hingekriegt haben. Also, das ist einsam. Ja, wenn ich etwas mache, dann mache ich es auch ordentlich. Ja. Moment mal. Treten Sie mal beiseite. Nein, sowas. Der verflixte Stein saß 3 Millimeter zu weit links. Wir wollen noch nicht anfangen zu schludern, nicht wahr? Jetzt stimmt es. Also, das wäre mir nie aufgefallen. Oh, sie hat eben die innere technische Stimme. Ja, aber jetzt muss ich gehen. Eine meiner Gesangsschülerinnen wartet auf mich. Ja, ja. Ich muss los. Man verschläft seine besten Jahre. Amen. Gesangsunterricht geben Sie auch? Ja, so leidlich. Vielleicht sagt Ihnen der Name Luciano Pavarotti etwas? Ah ja, klar. Ist das nicht der mit die Seelöwennummer? Berühmter Tenor. Er war einer meiner Schüler. Offensichtlich mit einigem Erfolg, wie ich höre. Aber ich verplaudere mich. Es hat mich sehr gefreut, meine gute Frau Knopf. Die Rechnung, die schicke ich Ihnen, sobald sie der Computer ausgedruckt hat. Ist recht. Hoffe ich, druckte recht spaßhaft. Also, Frau Millinger, nochmals vielen herzlichen Dank. Also, das war ganz prima. Ach, übrigens hat mir neulich Fred Astaire wieder mal geschrieben. War denn der berühmte Fred Astaire? Ja, der hat mich doch damals im Stepptanz unterrichtet. Ja, ja, ja.
die alten Zeiten. Ja, ja, ja. Also, entweder läuft die nie ganz rund, oder bei der tickten ja heim mit Glockenspiel im Kopf. Ich glaube, das Letztere. Na, freust du dich, Eure? Ach, Mensch, Mathilde, ich würde zwar jeden für behämmert erklären, der mir das erzählt, du, aber ich freue mich. Ja, sag mal, willst du nicht den Meinhard wecken? Ich zieh mich inzwischen um, ne? Mathilde. Aber ja, Mensch, den Seidenspinner hätte ich ja fast vergessen. So. Meinhard, aufwachen, ist gleich neune. Wo steckt denn der nervöse Quirl schon wieder? Oh. Meine armen Knochen, ich bin völlig grün und blau und total bewegungsunfähig. Warum denn so runter, Peter? Ja, weil Sie es mir ausdrücklich so befohlen hatten. Hm? Woher konnte ich auch ahnen, dass Sie einen so extrem harten Fußboden haben? Allerdings hätten Sie mir gestern gestattet, mich mit Irmgard zu versöhnen, wäre das alles nicht passiert. Setzen Sie sich erst mal. Das wird kaum gehen. Aber na klar, jeden Mensch. Ah! Jetzt ist mein Rückgrat gebrochen. Mehrfach. Wissen Sie was? Irmgard ist noch nicht reif für eine Versöhnung. Und Sie auch nicht. Ihr Bide, ihr müsst noch eine Weile köcheln. Wie gefällt Ihnen denn mein Kamin, hä? Nett. Entschuldigen Sie, aber zu größeren Beifallskundgebungen kann ich mich im Augenblick nicht hinreißen lassen. Ja, muss ja auch nie sein. Ne? Auf jeden Fall ist schön sauber alles, überall Staub gewischt, kein Stäubchen mehr. Also ich sage Ihnen, die Frau ist Gold wert. Morgen, Meinhard. Na, haben Sie gut geschlafen? So, du, guck mal, die Vorhänge, die haben wir gestern noch gewaschen, so kurz vor drei. Schön. Jawohl, und dann hat die Undine hier das Frühstück gemacht. Was sagst du denn dazu? Ja. Sagen Sie mal. Ist das nicht schön? Dieses Fräulein Millinger, ist die eigentlich schon in festen Händen? Nicht, dass ich wüsste, aber für Sie ist das nicht. Zu alt, meinen Sie? Nee, zu fleißig. Sagen Sie mal, müssen Sie nicht zur Arbeit? Nein, heute ausnahmsweise nicht. Ich habe frei. Oh, das noch. Das wird Irmelie sein. Also wenn Sie denken, dass ich jetzt schon wieder unters Bett krieche, also mit mir nicht, ich stelle mich der Gefahr. Sehen Sie, werden Sie mal nicht übermütig. Wissen Sie was, Sie gehen jetzt ins Bad. Langsam, ja? Langsam. Ja, ganz langsam. Sie gehen jetzt ins Bad und waschen Sie sich schön und rasieren sich schön. Und wenn, dann kommen Sie rein, ja, also wenn irgendjemand drin ist, ja, dann bimmeln Sie an die Korridortüre und kommen rein. Ja, so einfach ist das eine gute Idee. Ja, Mathilde, schleppen wir ab, der hat einen Hexenschuss. Ach. Welche Hexe hat sie denn geschossen? Irmelie ist doch gar nicht da. Ja. Irrsinnig komisch. Ja? Spotten Sie nur. Ja. Ja, ich mach dann schon auf. Ja, ne? Ist gut. Und Sie verschwinden mal schön ins Bad, ja? Mathilde hat heute aber auch ihren Giftzahn frisch geölt, wa? Moin, Irmchen, da staunst du, was? Irmchen. Und staune ich auch nicht. Oh, pardon. Ich sagen Sie nicht, ich weiß, wer Sie sind. Na, nun staune ich aber doch. Hat der Alte schon was gesagt? Sie sind also Molly. Dolly. Verschaukeln Sie mir nicht. Oder so. Ja. Eigentlich heißt sie ja Dolores, aber wir nennen sie immer Dolly. Aha. Ja. Dann sind Sie also Ihr ständiger Begleiter, oder wie sehe ich das? Ja, das sehen Sie schon richtig, wenn auch nicht ständig. Wie schön. Geht's also wieder aufwärts? Na klar, immer. Der Kamin ist ja kernig. Wo haben Sie denn den basteln lassen? Ach, darüber möchte ich mir nicht entäußern. Schön. Na. Das war ein Freundschaftstat. So also das Übliche. Oh. Na? Kommen wir zur Sache. Zum Kern der Dinge. Wo ist er? Wer? Na, meine
ja, unserer. Ja, der, ach so, ja, der ist noch nicht zugegen. Ich habe mir gedacht, Sie bringen ihn gleich mit. Wir? Wieso? Nur weil es so verabredet war. Ich hätte mich wirklich gefreut, ihn nach so langer Zeit mal wiederzusehen. Ich hatte nämlich schon als Kind eine Schwäche für ihn, müssen Sie wissen. Als Kind? Sie? Das wird ja immer schöner. Ich denke, Ihre Schwester hat das Verhältnis mit ihm. Die ist es doch, die ihn uns vorenthält. Ganz ruhig, junge Frau, ganz ruhig. Sie bringen jetzt zwar ein paar Kleinigkeiten durcheinander, ja, aber das macht gar nichts. Nein, nein, die Hauptsache, Sie schonen Ihre Nerven. Meine Nerven? Gehen Sie in feuchten Kehricht an. Damit kann ich machen, was ich will. Und ich will jetzt wissen, wo er ist, sonst Kriegenanfall. Ist ja gut, junge Frau. Ist ja alles in Ordnung. Das klärt sich alles auf. Mensch, nur unternehmen Sie doch auch mal. Was, wozu sind Sie denn da? Die wird sich schon wieder beruhigen. Ja, meinen Sie wirklich? Ja, da kann ich jetzt den Kaffee aufwärmen, ja? Oder wollen Sie lieber kalte Milch? Kalte Milch? Können sich eine Haare schmieren und einen Zopf rausflechten. Ich will Kaffee. Ja. Aber Palliativ! Na, wie war ich? Naja, wenn mich fragt, 5 Nummern so schrill, ob die das auf die Dauer abnimmt. Hoffen wir das Beste. Viel wichtiger wäre ja eigentlich auch die Schwester, diese Irmgard. Ja, da hast du recht. Ja. Du weißt ja, irgendwie kommt es mir vor, als ob die uns für jemand anders hält. Ja, oder für bekloppt. Ach du lieber Himmel. Du, das müssen wir rauskriegen. Jedenfalls musst du jetzt die Rolle durchhalten. Ja, gib mir Mühe. Toi, toi, toi. Es hat ein bisschen gedauert. Meine Schwester Mathilde ist soeben von mir gegangen. Das ist ja furchtbar. Mein Beileid. Danke. Ja, meins auch. Ach, nicht, was Sie denken, Mensch, die ist nach Hause gegangen bei dann. Damit wollen Sie uns wohl nur ablenken. Also, wann kommt er? Wo ist er? Ihr Mann? Ja, Ihr Geschiedener. Halt da die Klappe, braucht doch keiner zu wissen, oder wie Sie? Ach so. Durchaus nicht. Aber umso anerkennenswerter ist es doch, dass er sich noch so um Sie kümmert, nicht? Was sagen Sie mal, wollen Sie mich verarschen? Ich meine, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Der und sich kümmern. Da kriegt er sofort wieder meine roten Flecken. Hören Sie auf! Mensch, nur geben Sie hier doch mal was. Sie sehen doch, wie die Frau sich echauffiert. Ja, ein Schnaps vielleicht, nicht? Ah ja, deswegen. Ja, das wird ja gut. Dann haben Sie einen, möglichst einen doppelten. Mensch, das wäre doch besser. Eine Alkoholikerin. Dem armen Ewald bleibt doch nichts erspart. Ewald? Wer ist denn Ewald? Ja, Sie kennt keinen Ewald. Ja, das ist doch hier. Menschenskinder, was sag ich der Frau bloß? Am besten nicht. Denn wenn die sich erst aufregt, dann beißt die vor Wut den Teppich. Ist ja ungeheuer beruhigend. Vielleicht würde ich sie ablenken, wenn sie sich erst mal auszieht. Hm? Was? Ich soll mich ausziehen? Sag mal, Sie ticken wohl nicht richtig. Ja, warum soll sie sich denn ausziehen? Gebadet hat heute früh schon. Wahrscheinlich zu heiß. Meine Güte, wenn ich Maß nehmen soll, dann müssen die Plünnen runter. Los, jetzt hab ich Stille. 2! Ja, du Wahnsinnige! Ich denke mal nicht im Traum daran, mich hier vor aller Leute nackig auszuziehen. Aber ich will doch bloß mal. Ist die irgendwie pervers? Was will die an mir abmessen? Sie. Jetzt reicht es mir. Bis jetzt habe ich auf Sie Rücksicht genommen, auf Ihren Zustand. Aber nur ist Schluss. Sie ungehobelte Person, Sie. Ach, und Sie, Mensch, ich stehe nur bloß tatenlos in der Atmosphäre, um ohne Ihre Pflicht zu tun. Ich brauche mir jetzt keinen Spaß oder feuchte Umschläge. Am besten, Sie geben mir eine Spritze, damit Sie jetzt fühlen. Ah, in dem sei mir Trommel, jetzt kommt er. So, nun hält sich alles auf. Ich hol ihn, damit er sie bändigt. Entschuldige, aber jetzt warst du schon 7 Nummer zu dicke. Ist egal.
Hier müssen wir durch. Du Hauptsache, wir können deinem Vater helfen. Na, ob ihm das noch hilft? Ich glaube, bei der Olga verschießt du dein Pulver umsonst. An Irmgard müssen wir ran. Ja. Es war nicht Ewald. Es war ein entfernter Bekannter. Entfernter Bekannter. Ja, richtig gut. Immer rennen, gute Stube, du Rumtreiber. So, und jetzt stehst du uns Rede und Antwort. Menschenskinder, lassen Sie die Finger von dem Mann, das ist der Falsche. Das ist meiner. Jetzt kommt Ihrer. Meinhard, halten Sie durch, ich bin gleich wieder da. Na, sag mir mal, Dolores, so habe ich dich doch noch nie erlebt. Was ist denn hier los? Ja, alles für dich, du Kiko, alles für dich. Ja. Papa, sag es nicht, spiel einfach mit. Je schlechter unser Eindruck, desto besser für dich. Also ich verstehe überhaupt nichts. Ja, auch und dein schriftlicher Hilferuf? Ja, gut, gut, gut. Du solltest hierher kommen, um sie ein wenig eifersüchtig zu machen. Aber doch nicht gleich so. Dann sollen wir dir nur helfen, oder nicht? Also nein, Sache macht ihr. Nein, Irmgard, renn in die gute Stube. Mein Hart. Wandschafter machen wir? Sache machen wir? Jetzt zieht's ihm an den Kragen. Ich brauch ihm alle. Menschenskinder, lassen Sie die Finger von dem Mann, das ist der Falsche. Darf ich mal fragen, mit welchem Recht Sie den hier anwesenden Herrn Seitenspinner derartig belästigen? Wer sind Sie denn? Schulze Knopf, mein Name, also bitte, ich höre. Das ist die Richtige. Ja, auf Sie haben wir gerade gewartet. Pass auf, Irmgard, die laufen hier ganz dicht. Damit ist sie bei mir an der richtigen Adresse. Meinhard steht nämlich unter meinem ganz persönlichen Schutz. Also vielleicht darf ich auch mal etwas sagen. Ja, du hältst den Rand. Du hilfsbedürftiger Person. Zu jeder Zeit Stunden. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt mache ich nämlich dem Treiben ein Ende. Sie! Kekse dir an. Das ist nämlich die Intrigantin, die deinen armen Papa zum Pantoffelhelden abqualifiziert hat. Wie bitte? Ja, nu kiek da wie ne Kuh, wenn's donnert. Mein kleiner Bodo, wie er vor euch steht, ist der Sohn von Meinhard, den ihr zum Putzlappen degradiert habt. Olga, bitte einen Stuhl, mir wird ganz schwarz vor Augen. Ja, und Icke? Ich bin seine Frau, jawohl. Nein! Oh, Meinhard, bitte sage mir sofort, dass das nicht deine Frau ist. Ja, es tut mir leid, aber sie ist es. Allerdings nur die Geschiedene. Ja, ach so. Und jetzt sind wir hier, um unseren armen Papa wieder heimzuholen. Was? Mensch, komm. Wie meint ihr das? Ja, hast richtig gehört, Alterchen. Ich fange doch jetzt mein Architekturstudium an. Da wirst du sowieso wieder unterhaltspflichtig. Was? Und deshalb ziehst du am besten gleich wieder zu uns. Nein. Ich halte das alles nicht aus. Doch, uns hältst du aus. Aber diese Schnulzekopf, die hältst du nicht aus. Bei uns hast du deine Ruhe, brauchst du nicht mehr zu viel arbeiten wie bei dir. Meinhard, ich flehe dich an. Ich liege hier vor dir auf den Knien. Bitte, bleibe bei mir. Ja, ich werde mich auch ganz bestimmt ändern. Hier nichts da! Der Mann ist meiner und hat eine Unterhaltspflicht, ihr Kind zu ernähren. Der kommt mit. Jetzt geht gleich alles wieder von vorne los. Nein, nichts geht los! Ich halte dieses Gezänk nämlich nicht mehr länger durch. Nervlich. Was kann ich denn dafür, dass sich die Frauen alle um mich reißen? Wenn die Damen sich entschieden haben, welcher ich für dahin angehören soll, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich gehe indessen die Schwäne füttern. Guten Morgen. Warte, Papa. Ich komme mit. Da gehen Sie hin und hören auf zu jodeln. Das ist doch wieder mal typisch Mann. Sobald eine Situation schwierig wird, da halten Sie alle feige zusammen. Ja, da gebe ich Ihnen ausnahmsweise mal recht. Genau so ist es. Was diese Männer sich erlauben, das ist wahrhaftig nicht mehr schön. Die Dreistigkeit ist kaum zu glauben, vor der wir täglich machen stehen. Wenn man als Dame denkt, man hat sich bereit vom Mann emanzipiert, dann zeigt der Lumpen allglatt sich und Mann ist wieder angeschmiert. Und treten wir nun zum Sturmangriff an. Man muss etwas tun beim Kampf um den Mann. Man muss die Männer durch die Mangel drehen. Das macht sie völlig platt und unser Leben
schön. Man muss den Männern öfter mal die Zähne ziehen, und zwar mit voller Kraft, das heißt von jedem Spiel. Man muss den Männern öfter auf die Mütze hauen, dann können sie viel klarer aus den Augen schauen. Man muss die Männer mal vom Kopf bis zum Tal, das Fies verhandeln, wirklich radikal. Kommt er reumütig zurück. Das heulende Elend. Aber diesmal, da verzeihe ich ihm nicht so schnell. Verdenken Sie, ja, ich? Also, Moment, passt mal auf, ja, ihr beiden. Ihr verschwindet jetzt hier nach nebenan und ich empfange ihn. Eiskalt und hart wie Stahl. Das ist sehr gut, meine Olga. Ja, aber nicht bei Ihnen. Nein! Oh, Moment, meine Jacke. Die verrät ihm ja sonst, dass wir hier sind. Bitte, bitte nach Ihnen. Ja. Natürlich können Sie mich kurz sprechen, aber ich, Oh! Na, das ist aber hübsch hier. Und ein Kamin. Also, der gibt dem Raum etwas Unverwechselbares. Richtig anheimelnd. Freut mich, dass ich Ihren Geschmack getroffen habe. Aber würden Sie mir bitte mal sagen, worum es sich handelt? Sie, Ihren, na aber. Kennst du mich denn nicht mehr, liebe Olli? Noch einer. Nicht, dass ich wüsste. Ja, aber Herz. Also bitte, keine plumpen Vertraulichkeiten, ja? Wir hatten doch miteinander telefoniert. Ich bin Ewald. Ewald Schramm. Nein. Doch. Der schöne Ewald. Ja, so nanntest du mich früher. Warst du nicht mal breiter? Und blonder? Vielleicht kommt es dir nur so vor, weil du damals noch kleiner warst. Entschuldige. Ja, blonder war ich allerdings. Aber mit den Jahren. Naja, mach deine Straße. Besser eine blonde Glatze als ja kein Kopf. Ja, da hast du vollkommen recht. Und du hast dich also gar nicht verändert. Na, etwas molliger vielleicht. Hm? Ich bin nicht mollig. Ich bin lediglich eine Spur zu klein für mein Gewicht. Na, nur setz da mal, vielleicht wirkst du dann breiter. Danke. Ja. Nee, nützt auch nicht. Na, ja, ist ja auch egal. Die Hauptsache, man sieht sich mal wieder, ne? Ja, das finde ich auch. Ja. Ja. Und wie ist es dir ergangen? Tja, ich bin Veterinär. Ist kein Fleisch, wa? Das heißt. Doch. Ich bin Tierarzt. Die ohne Fleisch, das sind ja auch Veteranen, das verwendet. Immer noch so lustig wie früher. Ja, ich praktiziere allerdings nicht mehr als Tierarzt. Ist vielleicht doch besser für die Arme. Nee, nee, entschuldige bitte. Nee, das war nicht so gemein. Na, mach doch nichts. Ja. Und du bist also Schneiderin im Varieté-Palast, wie ich hörte. Ja, deshalb auch mein Anruf wegen des Kostüms. Für deine Dolly. Molly. Ach, richtig, ja, ja. Ach,
eine Dolle haben wir jetzt plötzlich auch in die Sippe. Ja, als sie kam, dachte ich ja, die hat einen Krümel unter der Kapuze. Aber dann stellte sich raus, das war die geschiedene Frau von Ihnen, Bekannten von meiner Schwester, der füttert jetzt die Schwäne, der ist eingeschnappt. Ja, ja. So ist manchmal das Leben. Interessant. Ach, das wird Molly sein, zweimal. Ja, ich hatte das extra so vereinbart. Ja, na, da werde ich keine Frau mal reinlassen, ne? Sie ist nicht meine Frau. Na, ist ja auch egal, wenn sie deine Tochter ist, ne? Ja, auch das trifft nicht zu. Sie ist, wie soll ich sagen, meine Freundin. Ja, außerdem kommt sie mit ihrem Pfleger, es besteht also gar keine Gefahr. Trotzdem mache ich lieber selber auf, ja? Sie ist sicherer. Gott, der arme Kerl. Nun hat er schon mal eine Freundin gefunden, Karl, und mickrig, wie er ist. Und dann kommt sie mit dem Pfleger. Schicksale gibt es aber auch. Darf ich vorstellen, meine Freundin Molly. Ach, meine Olga. Diesmal hat das Schicksal aber in seiner vollen Breite bei mir zugeschlagen. Meiner ist völlig verschwunden, seitdem er zum Schwanenteich ging. Und meine Dekorateure, die sind überhaupt nicht erst erschienen. Kurzum, ich habe kaum noch Feinde, die mich lieben. Na, du wehne, Mann, nicht. Mathilde hat doch versprochen, mit der Millinger zu reden wegen deiner Dekoration. Ach, dieses Rumpelstilzchen. Die kriegt doch bis morgen hier auch nichts mehr in den Griff. Nein, nein, nein. Ich werde die Eröffnung der Ballsaison verschieben. Und dann werde ich in Zusammenarbeit mit dem Reisebüro ein Eisbeinessen zum 750. Jahrestag von Berlin veranstalten. Eisbein, das läuft immer. Ach, du wartest erst mal ab. Du bist immer viel zu schnell, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Ja, ja. Ja? Du kannst mir gestern überhaupt mein Ewald. Diese dürre Hopfenstange. Na, also weißt du, Olga. Siehst du, das ist es wieder. So beurteilst du alle Leute nur nach dem äußeren Eindruck. Auf die inneren Werte, da achtest du nicht. Nee, nee. Dabei ist Ewald ein sehr feinsinnlicher und intelligenter Mensch. Ach ja? Na, das verbirgt er aber sehr geschickt. Mensch, der ist so ja gelernter Vertrieb. Tierarzt ist der. Jawohl. Und dann ist er noch Chef von Champs Schimpansen. Weit gereist mit internationalen Erfolgen in und Ausland. Na, 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 meine Olga. Du scheinst ja richtig Feuer gefangen zu haben. Unsinn. Er ist mir einfach sympathisch. So, er ist dir sympathisch, aha. Wenn er auch kahl und mickrig ist. So hat er doch eine innere Fülle, die man nicht überhören darf. Ach, meine Olga, ich sehe dich schon als glückliche Schimpansenmutter mit dem Wanderzirkus durch die Welt. Wirklich, du hast das gut, weißt du, weil du so bescheiden bist. Aber wenn ich da an meinen Meinhard denke, ach, wie der mich auf der alten Fregatte in seine Arme riss. Hast du auch gedacht, es ist Casanova, wa? Ach, das ist ja nun Unsinn, der ist ja lange tot. Eben. Du bist ziemlich bissig, meine Liebe. Von wem habe ich das wohl bloß? Ach, die Dekorateure sind nicht gekommen. Wie schön. Ach, Mathilde, jetzt hackst du auch noch auf mir rum. Natürlich, mit der Jüngsten und mit der Schwächsten, da könnt ihr es ja alle machen. Irli, tu mir jetzt bitte einen Gefallen und höre auf zu lamentieren. Ich habe mit Undine heute Nacht einen Swimmingpool gekachelt. Ich bin völlig erschöpft. Bitte schone meine Nerven. Ja, und jetzt? Wo ist deine Millinger jetzt? Die repariert noch zwei Warmwasserboiler und einen Rohrbruch. Und dann kommt sie hierher und bringt dieses Lokal auf Vordermann. Das halte ich ja alles für ein Gerücht. Also wenn ich nur nicht so einsam und ohne jeglichen männlichen Schutz in der Welt stünde. Mein Hart ist immer noch nicht da. Nee, wie die Lare nun mal liegt, wird er wohl wieder zu seiner geschiedenen Frau zurückgezogen sein, wa?
Ach, 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 ach. Ach, ja, ein Kind, das bindet eben doch, wie man so schön sagt. Ja, 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 ja. Nein, nein, diese Männer. Was haben die schon für fürchterliche Lücken in mein junges Leben gerissen? Meine Tildi, wir trinken jetzt einen Kaffee, ja? Aber diesmal kochst du, ja? Na, Gott sei Dank, jetzt kann ich endlich in Ruhe arbeiten. Mensch, das sieht ja hier aus wie bei Hempels unter den Schlaraffias. Bodo, die Luft ist rein. Hab's schon gemerkt, meine Kleine. Ach, Bodo, Liebling, nicht so doll. Das kann doch jeden Augenblick einer kommen. Na und? Kann doch jeder wissen, dass wir zusammengehören. Mann, bin ich froh, dass ich dich gefunden habe. Ich hab dich gefunden, vergiss das nicht. Als mir dein Vater heimlich diesen Brief an deine Mutter gegeben und hat... als ich die Tür aufmachte, da dachte ich, es schneit bei 40 Grad Hitze. Oder Weihnachten und Pfingsten fallen auf einen Tag. So hat's bei mir eingeschlagen. Bei mir auch. Das war bestimmt Schicksal. Nö, das war ich. Und meine ungeheuer Bombenwirkung auf Mädels. Und unser Auftritt gestern. Glaubst du, das hat deine Mutter beeindruckt? Na, ich glaub schon. Abends hat sie jedenfalls gesagt, es wundert mich zwar, dass meiner zu diesem Donnerbolzen zurück will, aber ein Kind bindet eben doch. Dabei ist meine Dolly ganz lieb. Sie hat die Krawallnudel nur gespielt, um sich gegen deine Mutter durchzusetzen. Das weiß ich doch. Jedenfalls hat Mutti sich vorgenommen, ein anderer Mensch zu werden, falls dein Vater doch noch zu ihr zurückkehrt. Na, dufte. Dann haben Vaters Hilferuf und unser Einsatz funktioniert. Du, wir machen Doppelhochzeit. Wenn es doch schon so weit wäre. Tante Olga! Nein, 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 ich habe nicht gehört, ich habe nicht gesehen und ich sah auch nicht wie die drei Affen. Na, hör das mal zu! Danke, was ich eben gehört habe, das reicht mir. Ich mach mal nicht wieder zum Mitwisser, diesmal nicht. Aber liebe Frau Knopf... Ich will auch nicht Ihre liebe Frau Knopf sein und trage auch nicht wieder die Verantwortung alleine. Das ist mein letztes Wort, Punkt, Unterschrift, gezeichnet Olga Knopf. Naja, meine andererseits, so unübel ist euer Plan ja ja nicht. Kommt mal her. Unter uns Pastorentöchter, ich hab mal überhaupt schon gewundert, woher diese Dolly, also ihre Mutter, wusste, dass Meinhard ausgerechnet bei mir Unterschlupf gesucht hat, wa? Das konnte die doch nur von... Von mir wissen. Richtig. Bodenlos. Aber gut eingefädelt. Frau Knopf? Mhm. Sie sind ja der reinste Sherlock Holmes. Danke für die Blumen, mein Junge. Darf's Tante Olga zu mir sagen. Lümmel. Also gut, ich steige ein in euer Komplott und zwar in Form von einer Radikallösung. Ja, merkt, komm mal sofort hierher. Du willst es ihr sagen? Also das finde ich aber gemein. Wart's nur ab, mein Yvonnechen, wart's nur ab. Irmchen, wo bleibst? Ja, wo brennt's denn, Olga? Oh, grüß euch, ihr beiden. Du, sind meine Dekorateure noch gekommen? Dekorateure gibt's keine, aber es brennt heftig und zwar hier. Bodo! Oh, Bodo, wollen Sie mir eventuell etwas ganz Wichtiges von Ihrem Herrn Vater ausrichten? Dann reden Sie, ich bitte Sie, reden Sie schnell. Das ist nicht der Fall, weil Meinhard wieder bei seiner Frau wohnt. Ganz in Familie. Nein, nein. Oh, doch. Und außerdem gibt deine Tochter Yvonne hiermit zu Jans Maupassant ihre Verlobung mit Herrn Seidenspinner bekannt. Tante Olga, du wolltest doch in... Yvonne verlobt sich mit Meinhard? Na, da kann ich ja nur schön in mich hineinlachen. Quatsch, Mensch, mit Bodo. So, du kannst du wieder langsam aus dir herauslächeln. So, sagt mir bitte, dass das nicht wahr ist. Oh Gott, mir wird ja schon wieder schwarz vor Augen. Bitte eine Stuhl, ich muss mich setzen. Siehst du, was habe ich dir gesagt? Das verkraftet sie nicht. Und sie hier geht jetzt zu Tante Mathilde und passt auf, dass er nie innenpennt. Wenn sich die Lage, wenn ich die Lage hier, ja, stabilisiert habe, dann rufe ich euch schon. Also nett ist das nicht, Tante Olga, das muss ich mal sagen. Also jetzt ist der Augenblick gekommen, wo ich den Gashahn aufdrehe. Lässt sich leicht behaupten, wenn man nur elektrisch hat.
Dein grenzenloser Zynismus, der gibt mir mal noch den Rest, Olga. Komm, mein Irr. Jetzt trink mal erst mal Ehren. Nein, ich trinke nie meine eigenen Sachen. So. Ach, du der Dude. Pass mal auf, du hast ja gesagt, ein Kind bindet, wa? Ja, und? Was heißt und? Wer ist denn nur das Kind in dem Fall? Na, Yvonne natürlich. Quatsch, Bodo ist es. Wenn es nur den Vater mit Gewalt zu seinen Kindern zieht. Das ist es, ja. Hör auf zu flennen! Na! Also, es zieht den Vater zu seinem Kind, soweit waren wir. Wenn nun aber das Kind in Gestalt von Bodo plötzlich nicht mehr bei seiner Mutter, sondern bei seiner Verlobten und deren liebreizender Mutter wohnt, wohin wird's den Vater dann wohl ziehen? Hm? Olga! Hm? Du meinst, du... Du, der Gedanke ist gar nicht so abwegig. Jetzt trinke ich doch einen Schluck. Hier. Also, Olga, ich sage dir, gib mir mal noch einen. Ja. Also, ich glaube, dieser Gedanke, der ist geradezu fast genial von dir. Freut mich, dass du meinen intellektuellen Gedankengängen folgen konntest. Tante Mathilde schläft. Wir gehen dann. Hier sind wir ja wohl im Moment nicht so gefragt. Aber nein, nicht. Doch, ihr, meine lieben Kinder. Olga hat mir nämlich eben alles erklärt. Und sie hat mir sozusagen die Augen der Mutterliebe geöffnet. Und obwohl mich das Ganze ein klitzekleines bisschen überrascht hat, so bin ich doch jetzt von einer tiefen inneren Freude erfüllt. Und ich gebe euch reinen Herzens meinen Segen. Sie hörten den Nunzius vom Heiligen Stuhl. Heißt das etwa, Mutti, du bist einverstanden? Ja, klar. Und diesmal ganz ohne Vorbehalte. Und Bodo, oh, Verzeihung, ich darf doch Bodo sagen, ja? Ja. Steh ab jetzt meinem Kind als treuer Lebensgefährte zur Seite. Bis, dass der Tod euch scheidet. Und haltet die Daumen, dass es vorher nicht der Anwalt tut. Du bist wirklich pietätlos, Olga. Die beiden sind noch nicht mal getraut. Aber morgen Abend, da gebe ich eure Verlobung bekannt. Beim Eisbein. Nein, morgen Abend eröffne ich die Ballsaison. Komme, was da wolle. Und wenn ich selber Striptease machen muss. Ich sagte ja Eisbein. Das habe ich überhört. Bodochen. Ja? Bodo, und sei doch bitte so lieb und lade auch deinen guten Vater mit ein, ja? Ja, ich werde sehen, was ich machen kann. Dürften wir denn jetzt gehen? Aber ja, natürlich, bitte. Ich kann ja verstehen, dass ihr euch erstmal in aller Stille freuen wollt. Ja. Und Kiek nicht so erstaunt. Auch die Wege einer Gastwirtin sind oft wundersam und unerforscht. Ja, das kann man wohl sagen. Ach, Olga, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich freue. Ist der Junge nicht ganz reizend? Also ich glaube, diese Verlobung, das war die beste Idee, die ich in den letzten Jahrzehnten hatte. Alles andere wäre pure Verleumdung. Tapsen die Damen. Na? Ja. Oh, das gibt zu tun. Dunderlittchen, das gibt ja Arbeit. Ja, Fräulein Millinger, Sie wollen doch nicht im Ernst behaupten, dass Sie bis morgen Abend hier noch irgendwas in den Griff kriegen. Ich bin zwar immer sehr pingelig mit unvorsichtigen Behauptungen, aber bis morgen Abend kriege ich das sicher nicht ins Lot. Ja, sehen Sie? Nein. Das schaffe ich Ihnen bis morgen früh vom Tisch. Dann wollen wir mal gar keine Zeit verlieren. Ich messe gleich aus. Wirklich? Also das wäre wundervoll, da hole ich sofort einen Zollstock. Zollstock, auch so eine altmodische Erfindung. Nein, das machen wir alles voll elektronisch. Ah ja? Ja, wenn Sie mal sehen wollen. Ein Knopf, ein Druck, ein Piep, ein Knacks. Die ganze Messerei ist nur ein Klacks. Ach, ist ja fantastisch.
darfst dich mit Kind bücken, mir Kind klettern, mir gibt ja was für meine Bandscheibe. Na ja, aber trotzdem, wollen Sie denn nicht wenigstens die Maße notieren? Ach, 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 das habe ich mal vor 10 Jahren gemacht, als ich noch jung und knusprig war. Nein, jetzt speichert das der MC17 alles allein. Wer? Billiger Computer, 3. Generation. Klein, praktisch, handlich und formschön. Leider noch nicht im Handel, man findet keinen Produzenten für die Verpackung. So, fertig. Hier ist die Quadratmeterzahl und hier das Ganze in Kubik. Aber wo ist eigentlich meine Assistentin? Mathilde? Ja. Und die schläft. Ja, soll ich sie rufen? Nein, 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 lassen Sie nur. Die braucht ihren Schlaf. Sie ist ja noch Anfängerin. Sagen Sie ihr, sie möchte heute um 16 Uhr in der GPG Tropicana sein. Fräulein Millinger, wenn Sie das schaffen, dann sind Sie für mich die Größte. Na, na, na. Nur nicht gleich die Kontenanz verlieren, nicht und, wahr? Eine Bitte. Machen Sie doch alles recht hübsch weihnachtlich. Wissen Sie, viel Tanne, viel Kerzen, vielleicht ein paar kleine Engelchen. Ja, und zur Verlobung, dass wir dann die Glocken läuten und künstliches Schneegestöbern stöbern. Ach, 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 wollen Sie denn alles genauso machen wie die Geschäfte, die auch schon im Oktober mit Weihnachten anfangen? Und wenn das Fest denn da ist, dann kann es kein Mensch mehr sehen. Nein, nein. Was wir hier brauchen, das ist Sonne, Wärme, Ferien. Sagen wir, ein Hauch von, ja, ein Hauch von Karibik. Das ist es, wonach die Menschen bei diesem hässlichen Novemberwetter Sehnsucht haben. Ein Hauch von Karibik? Na, ich weiß ja nicht. Ich finde die Idee großartig. Ich sehe mal schon im Hula-Häubchen rum. Also entweder Sie lassen mich machen oder ich decke stattdessen 3 Bungalow-Dächer und wir verbuchen das alles unter uns. Nein, aber, mein liebes Fräulein Millinger, machen Sie lang, bitte. Ich vertraue Ihnen voll und ganz. Ja, dann geben Sie mir jetzt die Schlüssel, damit ich auch nachts herein kann. Ja? Aber jetzt muss ich gehen. Ich habe noch eine Klavierstunde zu geben. Jetzt unterrichtet sie Richard Kleiderschrank. Also, Fräulein Millinger, man könnte fast neidisch sein. Sagen Sie, wie kriegen Sie das nur alles unter einen Hut? Tja, das frage ich mich auch immer wieder. Na gut, ich erkläre es Ihnen. Ja. Wenn ich mich frag, wie ich das mach, mich kaum beklag, und meistens lach, schweres nicht scheu, hartes erweich, und mich dann freu, wenn ich's erreich. Da gibt's nur ein Rezept, das ich euch jetzt verrat. Es ist so alt wie diese Welt für eine Frau der Tat. Trick 17, Trick 17, das Geheimnis klingt gut. Trick 17, Trick 17. Gib doch dir neuen Mut. Trick 17, ja, Trick 17 kann ein Lächeln nur sein. Trick 17, ja, Trick 17 wende ich ab, wenn ich wein. Trick 17, Trick 17 und das Leben wird rund. Trick 17, Trick 17, deine Träume sind bunt. Trick 17, ja, Trick 17 macht auch ab. Doch, oh, oh, ja, das ist. Ja, das ist. Ja, das ist. Ja, das ist.
schon 3 Uhr. Ich muss gehen. Vergessen Sie nicht, Mathildchen zu wecken. Leben Sie wohl, meine Damen. Ja, 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 ja. Na, ob sie das alles schafft. Aber ehrlich, mir ist es im Grunde fast schon egal. Die Hauptsache, die ist für mich. Mein Meinhard kommt zurück. Ach, Mensch, Irmeli, denk doch mal dran. Mein Kamin, den hat sie auch über Nacht aus dem Boden gestampft. Ja, das stimmt, ne? Also irgendwas hat diese Frau auch an sich. Ja. Wenn ich bloß wüsste, was das ist. Kann ich dir genau sagen. Ja? Einen unerschütterlichen Optimismus hat sie. Und damit versetzte Berge. Ja, oder Kamine und manchmal auch Gaststätten samt Inhalt. Ne? Na, vielleicht ist es das, was uns so oft fehlt. Du triffst den Nagel auf denselben. Meine Damen, oh. Olli und ich wollten uns nur kurz für das schöne neue Kostüm bedanken. Passt es nicht wie angegossen? Na, aber ganz wunderbar. Sag mal, Olga, wann hast du denn das noch gesehen? Heute Nacht noch. Wisst ihr, ich bin nur schon eine halbe Million. Oh, darf ich sie mal mitnehmen? Ich möchte damit Mathilde wecken. Bitteschön. Tildi, guck mal, wen ich dir da bringe. Danke. Du hast so viel Verständnis für das Tier. Ich glaube, es mag dich auch. Auch? Na, dass ich ein Fan von dir bin, weißt du doch seit unserer Schulzeit. Ja, also das muss man im Laufe der Jahre entgangen sein, wa? Könntest du uns nicht öfter mal besuchen? Oh, ja. Ja, und vielleicht sogar mit auf Tournee gehen? Du weißt doch, dass meine Frau vor 5 Jahren verunglückt ist und ich seitdem die Schimpansendarbietung mit meiner Tochter mache. Ach, wisst ihr was, Ewald? Lass uns das Thema erstmal vertagen. Hm? Weißt du, das kommt mir alles ein bisschen plötzlich, verstehst du? Hm? Ich verstehe. Ja, aber wenn du mir eine große Freude machen willst, dann trittst du morgen Abend mit deinen Tieren hier auf. Ja, sicher, das ließe sich machen. Ja? Morgen sind wir probenfrei. Na, wunderbar. Guten Tag, Herr Schrapp. Oh, 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 ich störe doch hoffentlich nicht. Oh, nein. Ich bin nämlich eben zu Undine gerufen worden, telefonisch. Sie ist im Tierpark. Ach nee, gibt sie den Elefantenklavierunterricht? Nein, sie zieht einem Löwen den Zahn und ich soll den Kopf halten. Den Löwen? Nein, Professor Date. Ob Sie uns wohl mit in die Stadt nehmen könnten? Da muss ich nicht erst auf den Wagen vom Varieté warten. Gerne. Ja? Tildi, meine Gute, du hast deine Tasche vergessen. Ja. Und hier, ihr liebes Tierchen. Ja. Was denn, möchte man am liebsten behalten? Ja, Herr Schramm, dann wollen wir mal. Mein Trabi steht nämlich um die Ecke, ne? Ja, ich gehe schon mal fort. Ja, das machen wir. Tschüss, bis morgen. Tildi, bitte. Dein was steht um die Ecke? Mein Trabant. Ja, der ist zwar gebraucht, aber Undine hat ihn mir so richtig schön wieder aufgemöbelt. Jetzt sucht er wie eine Biene. Nächste Woche wollen wir lackieren. Mensch, und das alles ohne Führerschein. Ach, 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 natürlich mit. Ich habe ihn vor 2 Wochen bei Undine gemacht. Habe ich euch denn das nicht erzählt? Na, das muss ich ja glatt vergessen haben. Ja, aber ich muss jetzt los, ja? Dann macht's mal gut, meine beiden Lieben. Tschüss. Tschüss. Also es würde mich nicht wundern, wenn Sie demnächst mit einer Orbitalstation auf unserem Dach landen. Wetten, Ihr Diplom als Tiefseetaucher hat sie auch schon in der Tasche. Darf ich reinkommen oder störe ich? Aber nein, ich bitte Sie, liebe Frau Seidenspinner, im Gegenteil, kommen Sie nur. Sie sehen ja so anders aus. Ja, Sie sind auch nicht ganz so laut, oder? Irre ich mich da? Ja, wissen Sie, gestern, das war alles nur gespielt. Ich wollte so sein wie Sie. Oh, Verzeihung, wie ich sie mir vorgestellt habe. Weil ich glaubte, so würde ich Meinhard am ehesten wiederkriegen. Leider war das ein Irrtum. Denn er liebt schrille, aufmüpfige Frauen, die ihn nur rumkommandieren, überhaupt nicht. Das hätte ich wissen sollen. Ja, dann nehmen Sie doch bitte Platz. Ja, danke. Der gleichen Erfahrung ist meine Frau Schwester auch schon teilhaftig geworden, war irgendwie. Ja. Ja, ja, leider, das muss ich zugeben. Aber da Sie ja nun offensichtlich still und bescheiden sind, haben Sie ihn etwa wieder? Eben nicht. Er ist doch für mich bisher spurlos verschwunden. Wenn er jedoch wieder auftaucht, dann sollen Sie ihn haben. Dazu habe ich mich durchgerungen. Ich? Wirklich? Kann ich auf keinen Fall annehmen. Nein, wirklich. So viel Güte und Entgegenkommen habe ich einfach nicht verdient. Aber ja,
Schon wegen ihrer gemeinsamen Tätigkeit in der Gastronomie. Da passt er besser zu Ihnen. Na ja, aber Sie haben doch die älteren Rechte. Aber nein, er passt besser zu Ihnen. Herrgott, noch mal. Vielleicht könnte man den armen Kerl auch mal selber fragen, so wie man nur hier hören will. Mensch, ihr verteilt den Mann ja wie eine Weihnachtsgans auf dem Markt. Dabei sind Männer heutzutage so feinsinnliche Organismen. Die muss man behandeln wie Marzipankartoffeln. Ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen. Na ja, du hast wie immer recht, Olga. Sie sind eben mal so feinfühlig wie Kompassnadeln. Ja, man muss aufpassen, dass sie nicht ausschlagen. Und ich glaube, wir beide, wir waren ziemlich egoistisch. Ja, meine Rede. Der Mann von heute ist ja so sensibel. Er ist von ungeheuer scheuer Wesensart. Wenn man ihn etwas schärfer ansieht, nimmt er übel. Der Mann von heute ist so unbeschreiblich zart. Der Mann von heute trägt Ringe in den Ohren, fühlt sich durch jedes laute Wort sofort verschreckt. Und sieht man ihn mal wirklich in der Nase bohren, hat man sein Seelenleben voll und ganz entdeckt. Ach ja. Der Mann von heute ist ja so sensibel. Er hat Migräne und läuft nur im Stress herum. Pflegt selbst die Schnurrbartlocken flockig und penibel. Der Mann von heute guckt nur so, er ist nicht dumm. Der Mann von heute muss bei den Frauen nichts erreichen. Er weiß, die Damen fordern, was sie wollen von ihm. So kann er immer noch im Sturm die Segel streichen. Der Mann von heute, der Mann von heute, der Mann von heute hat's nicht gerne so intim. Der Mann von heute hat's nicht gerne so intim. Ach, ja. Bitte bleib hier. Ich weiß ja gar nicht, was ich ohne deine Hilfe anfangen soll. Du schaffst es. Auch ohne mich. Ich muss weiter zu anderen Leuten, die von mir Fantasie, Optimismus und Lebensfreude erwarten. So wie ich sie auf euch ein wenig gebracht habe. Noch eins zum Abschied. Wenn man von dir den Beweis verlangt, dass das Fest wirklich stattfindet, dann drück auf das rote Knöpfchen. Du hast viel von mir gelernt, Mathilde. Benutze es und gib es an andere weiter. Leb wohl, liebe Mathilde. Alles Gute für dich und für euch alle. Leb wohl. Auf Wiedersehen. Ach du meine Güte, na, mir fehlen ja die Worte. Wer soll denn das hier alles wieder wegräumen? Das ist die beste Dekoration, die ich je gesehen habe. Die ist einfach bombig, bombig und bombastisch. Ach, beste was, dir fehlt einfach die kindlich naive Freude. Wir sind für eine märchenhafte Verzaubung. Das ist dir alles schon abhanden gekommen. Na, also ich freue mich wie ein Kind, Mensch. Draußen sind Minusgrade und Schnee, ich stehe immer, und hier drinnen, hier würde ich am liebsten im Bikini rumlaufen. Glaubst du nicht? Ja, Olga, du hast schon recht, aber trotzdem, da steht die Frage im Raum, wie kriegen wir das hier alles wieder weg? Guten Morgen.
Das kann ich euch sagen. Darüber bin ich bestens informiert. Das ist in wenigen Stunden wieder abgeräumt. Ach ja, Tilly? Ja. Tatsächlich? Ja. Also dann entschließe ich mich jetzt spontan zur Freude. Ungeheuer edel von dir. Ja, du, ich merke richtig, wie dieses seltene Gefühl der Freude mich um Jahre verjüngt. Ach, was sage ich, um Jahrzehnte. Na, da werde ich dir ja bald eine Puppenstube bauen können, was? Donnerwetter. Hallo. Was ist denn los, Entschuldigung? Ja, ja. Bodo, guten Morgen. Na, Kinder, bitte, was sagt ihr? Na? Wie lange ist es heim? Das muss man euch lassen. Nicht wahr? Ja. Ach so. Ja? Mein Schwiegervater lässt fragen, ob er reinkommen darf. Meinhard ist hier. Aber ja, tausendmal ja herein mit dem lieben, unartigen Herumtreiber. Wir holen inzwischen noch einen Gast. Oh. Toll, toll. Herzliche Gratulation. Ja, du hast dich also doch für mich entschieden. Oh, das soll dein Schade nicht sein. Weißt du, ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Also eigentlich habe ich mich noch für niemanden entschieden. Oh. Ich folge lediglich einer Bitte von Fräulein Millinger, heute hier als Koch auszuhelfen. Allerdings, dies hier soll gewissermaßen schon so etwas wie ein kleiner Einstand sein. Ja. Nein, also das kann ich wirklich nicht annehmen. Weißt du, das habe ich einfach nicht verdient. Nun, deine Bescheidenheit ehrt dich und du hast recht. Deine beiden Schwestern haben es tatsächlich mehr verdient. Danke. Doch nun genug der Komplimente. Zuerst kommt wie immer die Arbeit und dann... Und dann? Ja, das werden wir dann noch später sehen. Mich rufen jetzt die Töpfe, die Pfannen und die Pflicht. Oh, was für ein fleißiger Mann. Hm. Ja, wirklich. Er ist voll eines geheimnisvollen Zaubers. Er inspiriert mich wahnsinnig. Guten Morgen. Oh, guten Morgen. Oh, ist das schön geworden. Sagen Sie, ist mein Mann, ich meine natürlich mein Geschiedener schon hier? Der ist eben gekommen, der rührt schon in der Töpfe. Na, Sie wollen ihn doch jetzt nicht etwa wiederhaben? Also ich glaube, daraus wird nichts mehr. Aber nein. Da er nun einmal hier ist. Ist doch wohl schon eine Vorentscheidung zu deinem Gunsten gefallen, Mutti. Ja, das glaubt ihr auch, nicht wahr? Wäre das nicht wundervoll? Frau Seitenspinner, mal bitte auf ein Wort, ja? Unsere beiden Kinder, ich meine, ihr Bodo und meine Yvonne. Ach Kinder, kommt ihr mal, helft mal einchecken. Man hat mir nämlich da das Wort Verlobung zugeraut. Aber natürlich weiß ich das. Die beiden haben sich doch bei mir kennengelernt. Ah ja? Yvonnechen ist ganz reizend. Bitte? Ich kann mir keine bessere Schwiegertochter wünschen. Frau Schulze-Knopf. Ihn kommt jetzt nach seinem Vater. Dankeschön. Sag mal, wo ist denn du die Millinger eigentlich? Genau weiß ich das selbst nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, sie habe überhaupt nicht existiert. Dabei habe ich gerade noch von ihr geträumt. Na, ist ja auch egal. Jetzt trage ich die Verantwortung allein. Aber Tildi, das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Wie immer tragen wir alles zusammen. Wir drei Schwestern. Nur, dass irgendjemand wie immer das Kommando übernimmt. Nein, 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 nein. Das wird jetzt nicht mehr gehen. Denn jetzt habe ich das Know-how im Kopf. Ach, nur wisst ihr wieder nicht, was das bedeutet. Gewusst wie heißt das auf Deutsch? Aber natürlich wissen wir das, Tildi. Ich spreche auch ein bisschen Französisch. Ich habe jetzt alles im Griff. Ja, das rote Knöpfchen. Moment. Trick 17. Vulkanische Nacht, man singt und man lacht. Der Wind hat ein Lied uns herübergebracht. La Samba. Karibische Fracht, der Rhythmus erwacht, er lockt und entflieht und es klingt durch die Nacht. La Samba. Ruhelos Boote im Hafen wollen nicht schlafen, so wie das Meer. Schlagende Takt mit dem Bogen, seewärts gezogen und wieder her. Kubanische Nacht, die Glut ist entfacht. Sie lodert und sprüht, hat das Lied uns gebracht. La Samba! La Samba! Alles singt und man hört Melodien. Alles tanzt und die Sterne erglühen. Kubanische Nacht, der Rhythmus erwacht heute Nacht.
So wie das Meer, schlagen den Takt mit dem Bogen, einwärts gezogen und wieder her. Barbarische Nacht, die Gegend ist in Fahrt, sie lodert und sprüht, hat das Lied uns gebracht. La Samba, alles singt und man hört Melodien, alles tanzt und die Sterne erblühen. Kubanische Nacht, der Rhythmus erwacht heute Nacht.